begeben wir uns nach Midtown, wo noch ein paar Geschäfte von den Tartaglias sind. Ja, da steht's, Midtown. Da hätten wir hier ein Geschäft. Und da eins. Und da. Da können wir einfach in das Hotel gehen. Das ist fast zu Fuß erledigen. Keine Sorge, ich werde pünktlich zahlen. Ja, das hatte ich auch gesehen. Es gibt keinen Grund für Mängel oder sowas. Natürlich ist es jetzt ausgerechnet wieder die Wohnung, die ich mit meiner Frau bekommen habe. Oder meiner Ex-Verlobten müsste jetzt eigentlich sein. Ist das spät? Sind Sie verrückt? Ja, ich bin total verrückt. Hier müsste ein Teil da sein. Ich habe keinen Plan mehr, wo. Na doch, jetzt einfach links runter. Da haben wir es doch schon. Da, wo die grüne rote Neonschild ist. Ja, nicht. Sind denn die Wachen? Da ist eine Wache. Da ist die andere. Was zum Teufel soll das? Schießen. Das ist ja ein Weichei-Versteck. Oh, Leben. Ja, das wäre eventuell nicht schlecht. Ich brauche das ein Hilfe! Bisschen behalten würde. Doch, was verloren? Naja. Wollen wir mal sehen. Der gelbe ist wohl da. Was zum? Bitte, töte mich nicht! Warum auch immer der mich fast umgefahren hätte. Nein, das ist nicht die Schwachstelle. Das auch nicht. Auch nicht. Du solltest jetzt wirklich Angst haben. Du solltest mich nicht verärgern. Komm schon. Muss ich deutlicher werden? Meine Geduld ist begrenzt. Verstehen Sie? Oh, jetzt habe ich... Shit. Vor lauter Ausprobieren habe ich gar nicht gemerkt. Oh, hier könnte aber ein illegales Geschäft sein. Vor lauter Ausprobieren weiß ich gar nicht mehr, wo die Grenze ist. So ein Blödsinn. Hm. Muss ich in der Geschäft fahren? Ich glaube, hier ist ein bisschen.
war hier mal sicher. Ich brauche jetzt Hilfe! Jetzt gibt's einen Bandenkrieg. Okay, hier ist niemand. Hier. Okay, ist der Besitzer. Kein Auto da. Ist hier noch ein Kerl? Nee. So. Beim L. Doch mal drauf an. Wo ist der hin? Da ist er. Jetzt kann ich den blöden Sack nicht umwerfen. Was gibt's noch? Was kann man hier denn beschädigen? Da. War hier nicht auch noch eine? Es gab nur Wachsamkeit. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen den Arm zu brechen. Okay, gerade keinen Spachtel gefunden. Ich wüsste auch nicht, wo ich sie noch suchen sollte jetzt. Anschließend Leute erschießen, Sachen beschädigen. Geworfen. Ich hoffe, du hörst mir zu. Aber jetzt ist er tot. Blöd. Ja, neuer Versuch, würde ich sagen. Es wird ja nicht ganz so schwer sein, jetzt noch 3 Läden zu übernehmen. Von daher, ja. Keine Sorge. Hallo, Sir. Mal sehen, was der Bestatter dieses Mal sagt. Vielleicht ist er ja diesmal ein wenig kooperativer, wie man das so schön nennt. Sollte ich jetzt drüben oder mal sehen. Mal sehen. Töte mich nicht! Dann wollen wir doch mal. Hatten wir überhaupt die Gegner? Ich glaube eher weniger. Mal in die Garage gehen. Nichts da. Wie kann ich den Corleones helfen? Ich tue doch keinem was! Okay, das war jetzt Sachbeschädigung und Werfen in einem. Ja, das klingt ja auch so schon recht gut, Geld. Sie werden kooperieren, mein Freund. Gabischt. Ja, 2,5 wird hinkommen. Ach, wenn sich das jetzt nicht noch ändert. Wer macht eigentlich Ihren Sarg, alter Mann? Ich... habe verstanden. Abgemacht. Okay. Da oben dürfte ja jetzt nichts mehr sein. Außer der Kerl. Der ängstlich da rumrennt. Jetzt die Frage, können wir den auch... Ah! Oh.
unser letztes Opfer beim Auftragsmord hier reinwerfen? Oh. Der liegt allerdings nur da. Okay. Hat uns auch nichts eingebracht, außer ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber was soll's. Auch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ja, Telefon ist gut. Ich bin ja nah dran. Wenn ich die zwei anderen Tatalia-Läden habe, dann gehe ich auch mal nach Telefon und tauche auch dann mal bei der. Was ich will, oder Sie sind tot. Warum tun Sie das? Sachbeschädigung ist es nicht. Ich habe einen nervösen Zeit. Anschießen ist es auch nicht. Ups, das war keine Absicht. Oh, 1200. Muss ich nachhelfen? Oh nein, nein. Das sind 1200 und ich belasse es jetzt da. Sie wollen doch nicht, dass diesen hübschen Blumen etwas zustößt, oder? Ich zahle, aber tun Sie mir nichts. So ein Mist. So ein Mist. Okay, da ist der Safe. Ich war noch nie in einem Blumenladen drin, muss ich echt sagen. Moment, hä? P, wo, da. Da ist okay. So. Hm.
ganz ehrlich sein, ich war noch nie in so einem Blumenladen drin und bin jetzt mal gespannt, was ich hier oben finde. Auf mit dem Käse. Das sieht doch aus wie eine Eckbar, wo ich, war das ein Blumenladen? Hier war doch die eine Party. Und es könnte genauso gut ein mehr oder weniger, Bordell sein. Aber irgendwie? Ich weiß nicht. Fährst du 3 Meter und dein Auto explodiert gleich. Nein. Hast du heute Abend schon was vor? Raus aus dem verdammten Auto! Vor allem steigen die immer auf der Beifahrerseite auf. Das ist sehr interessant. Unfallfrei, das ist doch mal was. Okay, noch ein Laden von den Tataljas haben wir und dann sind sie komplett von der Karte gefegt. Muss man auch erstmal schaffen. Eine ganze Gruppe, also eine ganze Familie irgendwie, wie soll ich sagen, auszuradieren, aus dem Geschäft zu drängen, wäre wahrscheinlich das Höflichste. Ah, der ist ja gar nicht so weit. Was zum Teufel soll das? Ist ja gar nicht so weit. Schön, dass du dich in deiner nicht mehr existierenden Kiste versteckst. Das bringt mir sehr viel. So. Haben wir das schon mal geklärt? Und dann noch kurz den Hauptraum aufräumen, falls denn da noch was aufräumen ist. Oh, schon den Schwachstellenbonus gefunden. Okay, am Ende vom Z muss ich jetzt abschätzen, wie weit das geht. Ich mach dich fertig! Oh, verdammt, das war schon wieder 2250. So ein Käse. Wir sind gerade wieder auf dem Weg ins Was war das? Hotelbar, Cocktailbar. Eine Bar ist es. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Schick. Habe ich jetzt 3 Leute überfahren?
noch so alles kommt. Wieso kommt da keiner raus? Habe ich den Kerl schon erledigt? Zwar nur das Handgelenk, aber naja. Ja, keine Bewegung! Da haben wir es mit der Waffe betrogen. Okay. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen den Arm zu brechen. Mögen Sie. Was muss ich tun, damit Sie aufhören? Soll ich ein bisschen umdekorieren? So. Sie haben kein Recht! Geben Sie mir, was ich will, oder Sie sind tot. Ich habe kein Recht. Was mit deinen Rechten? Ich mach dich fertig. Nein, schon. Ach, das geht so schnell, verdammt. Komm raus, wo immer du auch steckst. Mann, wie kann man das nur so versauen?